Sie recht herzlich zur Wochenwettershow vom 27. Jänner bis 2. Februar für die Region Arlberg. Die Wintersaison ist in vollem Gange. Diese Woche kommt noch einmal jede Menge Schnee dazu. Skispaß garantiert, aber auch Après-Ski gehört für viele dazu. Eine Hochburg des Après-Ski ist zum Beispiel St. Anton am Arlberg. Die Auswahl an urigen Hütten und Party-Locations ist hier legendär. Schauen wir jetzt aber erstmal zurück auf die Situation in St. Anton am Arlberg. Frischer Pulverschnee auf den Pisten, darüber tiefblauer Himmel und die Sonne geht hier gerade auf. Und ähnliches Bild in Lech am Arlberg. Auch hier frisch gefallener Schnee, dann Sonnenschein, perfekte Bedingungen für die Skifahrer und Snowboarder. Und das ist übrigens auch der Trend für die weiteren paar Tage, dass immer wieder mal einen Tag dazwischen die Sonne scheint. Dann kommen neue Schneeauflagen dazu, die sich wunderbar setzen können. Besser kann es kaum sein. Und im Laufe des Dienstags kommt dann eine erste weitere Schneefront von Nordwesten auf uns zu, legt sich über die ganze Region und das bedeutet bis zum Abend teilweise 30, 40, 50 Zentimeter Neuschnee. Der wird teilweise verblasen vom böigen Westwind, das allerdings bei durchweg negativen Temperaturen von minus 6 bis allenfalls minus 3 Grad. Lech Zürs ist ja allein schon ein Eldorado für alle Wintersportfans. Seit der Wintersaison 2013-2014 gibt es jetzt sogar noch eine Verbindung mit dem Skigebiet Wart-Schröcken. Der Auenfeld-Jet macht's möglich. Eine 2 Kilometer lange 10er-Gondel-Einseil-Umlaufbahn. Und somit können sich die Skifahrer jetzt im größten Skigebiet Vorarlbergs austoben. Mit 47 Liften und Bahnen sowie 180 Kilometer Skiabfahrten, muss man sich mal vorstellen. Der damit neu entstandene Skiraum ermöglicht sportlich ambitionierten und Genuss-Skifahrern noch mehr Vielfalt in einer der schneereichsten Regionen der Alpen. Der Bau des Auenfeld-Jets erfolgte übrigens unter größtmöglicher Schonung der Umwelt, das ist ja ganz wichtig, und gilt als Musterbeispiel für die sanfte Verbindung zweier Skigebiete. Und nun verbinden wir mal Mittwoch, Donnerstag und Freitag miteinander. Wie sieht's hier aus beim Wetter? Der Mittwoch wieder ein Zwischenhoch, Sonnenschein, einzelne Frühschauer, die verschwinden langsam, dann kommt die Sonne ab und zu raus. Donnerstag, Freitag, neue Schneefälle, nicht ganz so ergiebig wie die am Dienstag. Das sind nur 10 bis 20 Zentimeter maximal, aber auch hier teilweise böiger Westwind mit dabei. Die Temperaturen am Donnerstag mal kurz etwas höher, 0 Grad im Tal. Freitag wieder mäßiger Dauerfrost oben auf den Bergen. Wollten Sie schon immer mal bei einer Produktion einer Fernsehsendung dabei sein? Sie haben die Gelegenheit dazu am 29. Jänner. Und ganz nebenbei kann richtig gefeiert werden. Der ZDF Fernsehgarten on Tour, kennen Sie bestimmt, macht nämlich Station bei Moserwirt in St. Anton. Die Sendung wird zwischen 11 und 15 Uhr bei Moserwirt aufgezeichnet und dazu werden prominente Gäste und Live-Acts aus der Musikszene erwartet. Der Sendetermin des Fernsehgartens ist dann für Sonntag, den 15. Februar, 11 Uhr vorgesehen. Und das Beste für Sie, der Eintritt ist frei. Also gehen Sie hin, wenn Sie Zeit haben. Aber St. Anton hat noch viel mehr zu bieten. Ein besonderes Highlight erwartet alle Gäste und Autoliebhaber noch bis zum 2. Februar beim Audi Offroad Parcours und bei der Audi Driving Experience. Hier kann das Fahrkönnen bei Schnee- und Eisbedingungen erprobt und erlernt werden. Täglich von 9 bis 17 Uhr können Sie hier unter Anleitung von Audi-Experten alles ausprobieren. Von extremen Schieflagen bis zum filmreifen Driften auf eisigem Untergrund ist alles dabei. Apropos eisiger Untergrund, den gibt es auch in den Aussichten vom Samstag bis Montag. Es bleibt auf jeden Fall beim Dauerfrost meistens so minus 3 bis minus 7 Grad. Am Samstag wieder Zwischenhocheinfluss mit etwas Sonnenschein, am Abend neue Schneewolken. Der Sonntag verschneit, aber nicht mehr ganz so viel Schnee. Und am Montag noch kleinere Schneeschauer, aber im Prinzip ganz nett, so ähnlich wie der Samstag. Am 31. Jänner gastiert die Meisterstraße in Lech-Zürs. Sie kennen die Meisterstraße nicht? Sie steht als Label für feinstes Handwerk, erlesene Manufakturprodukte und regionale Spezialitäten für Qualität,
Tradition und Innovation. Durch das Projekt Meisterstraße in Residence können Sie vom 31. Jänner bis 7. Februar in verschiedenen Hotels der Region den Handwerkern bei der Arbeit zuschauen. Von der Trachtenschneiderei im Hotel Arlberg über die Tischlerwerkstatt im Hotel Angela bis zum Schuhmacher unter anderem im Burgerhotel ist alles dabei. Und jetzt wünsche ich Ihnen zum Schluss natürlich eine erlebnisreiche Woche bei uns in der Region Arlberg. Das Wetter passt für die Skifahrer und Snowboarder. Es ist tief winterlich überall. Und damit eine gute Zeit. Servus und bis bald.